Ich bin einfach schlecht gefahren, weil ich jetzt gerade besser fahre. Wenn ich manchmal auf den Abstand so achte. Sektoren und so. Das wäre eine gute 1,23 wäre. Ja. 10 Runden haben wir damit gefahren. Abstand zum Teamkollegen 37,8 Sekunden. Das sind Reifen. Noch weitere 10, das wird er wohl auch nicht schaffen. Nämlich rot, bleibe ich dabei. YouTube ist es, glaube ich, wieder noch krasser, was Lags angeht und so. Da kann ich nichts für. Ich weiß nicht warum. Das kann nicht am PC liegen, an der Leistung. Die ist tipptopp. Das kann nur an der Festplatte. Man hat leider fast 4 Jahre auf dem Buckel. Ne? Ist nicht die allergrößte, nicht die allerschnellste. Ja, das mag das Spiel, glaube ich, nicht. Manche Strecken mehr, manche Strecken weniger. Das kann nicht sein. Ist aber auch nur im Rennen. Das nervt mich irgendwie gerade gewaltig. Dass noch das Zünglein an der Waage ist, man weiß ich auch nicht. Ist einfach verflucht. Also ich, so als wenn ich die WM nicht gewinnen darf oder so. Das wäre echt super, wenn Bottas Zweite werden würde und dann kommen erst die Ferraris, das wäre Weltklasse. Das könnte okay, auch so kommen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,7 Sekunden. Da fahre ich teilweise gut und dann fahre ich wieder nicht so gut. Eine gute Zeit, relativ. Man muss immer mal denken, gelbe Reifen, ne? Icon mit Ultra, sehe ich da. Er holte sich dreimal Ultra oder was? Also zweimal. Geht das überhaupt? Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Wie denn so viel Reifen? Na gut, du kannst vielleicht noch einstellen. Vor dem Wochenende, ich weiß es nicht. Aber warum ist denn wieder hier so... Das hat mir aber jetzt Zeit gekostet. Das hat man jetzt richtig gut gesehen. Eine Sekunde hat das gekostet. So einen komischen Lag, ey. Weil der hat richtig Abstand gewonnen auf einmal hier. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Massa, pass doch auf, du Missgeburt, ey! Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich
Ja, großartig. Ich verliere jetzt Zeit, weil ich damit schlechter fahren werde. Und in der Box, wenn er noch gewechselt wird, dann verliere ich auch Zeit. Und ich kann jetzt nicht sofort... Oh Mann, rein! Also weiß ich nicht, wie das mit Rot da hinkommt. Ach. Und diese scheiß Lecks, ey. Aber Räikkönen muss eigentlich noch was anderes fahren, ne? Der kann nicht nur Ultra nehmen. War ich auch wieder ein bisschen ungestüm bei Massa. Guck mal, wie das einfach aussetzt immer. Nervös. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 22,6 Sekunden. Hör zu viel auf. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Okay, 8 mit Ultra, 16 mit Gelb und 12 Runden mit Rot. Das hört sich doch gut an. Ah, die Kollege wird ja wohl gleich draußen sein. Spät, obwohl es ja schon stand. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Oh, ach ja, da wird ja noch... Oh, ich bin so doof. Oh, mein Gott. Oh, diese scheiß Lags. Oh. Ja, scheiß Rundflügel, das wäre jetzt noch alles kaputt oder so, ne? Der wird jetzt noch gewechselt, stimmt ja. Ob das jetzt von der Zeit langt, weiß ich nicht. Macht hinne, macht hinne. Wie Bottas oder irgendeiner. Oh, Scheiße, ich glaube, ich. Oh, ernsthaft. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopp. Reichen wir gewechselt auf Rot. Aber Bottas ist vorbei. Mist, ey. 5 Sekunden ist er sogar vor mir, war. Hamilton ist jetzt hinter mir. Ja, gut. Ich
klarkommen mit den Reifen hier, ey. Scheiß Überrundung hier. Da kann man sich auch wieder was abfahren. Ach man, da musste ich voll in die Eisen gehen. DRS. Scheiße. Ja, aber von der Reifenmischung habe ich einen Vorteil. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 12,7 Sekunden. Für den DRS. Hamilton Dritter ist auch ganz nett für mich. Raikön und so, die werdet ihr wohl noch kriegen. Mann, ihr kämpft, aber ihr müsst auch Platz machen. Die verwirbelte Luft, ne? Da einherfahren ist echt nicht toll. Muss ich so machen, sonst kommt ihr noch auf dumme Gedanken und bremst plötzlich. Ganz abrupt. Der Sprit ist auch toll, ey. Oh nee, ich kann auch noch Sprit sparen. Besser als Sektor 3, ja. Fahre vor mir. Mann, ich hab den Rhythmus gerade nicht, ey. Mann, der Sektor war gut. Der letzte auch. Hätte ich mal freie Bahn gehabt. Stellen, will ich ja noch schneller sein. Ah, den kriegen wir hoffentlich noch. Aber da kommen noch Überrundungen zu sich auf der Karte.
letzten Sektor. Okay. ODS. Was? Grüne Flagge. Was macht er denn? Hä? Ich wollte gerade überholen. Ist einfach ausgeschieden jetzt. Fährt er gegen die Mauer oder so. Hat er Reifenplatz oder was? Hä? Oder. Ach, hier ist es ja so komisch wahrscheinlich. Wenn man irgendwie technisches Problem hat, dann sieht es also so aus. Ja, toll. Ich kämpfe hier schön ran, dann wollte ich ihn schön überholen. Ah, die Mercedes, die. Ach. Ah, muss auch ein bisschen verbessert werden. Aber dann war das, glaube ich, so gut wie raus aus den WM-Rennen. Ich hätte mir fast sogar leisten können, Zweiter zu werden. Und dann sind die hinter. Vettel, der ist auch nicht auf dem Podium. Darf ich es auch nicht übertreiben, dass ich hier auch in die Mauer setze? Wer weiß nicht, da kommt noch Safety Car oder so. In den Bergen oder so. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist aber schon weg, glaube ich. Lecks sind natürlich noch eine Gefahrenquelle. Und die Überrundung. Man muss immer aufmerksam sein. Lasse ich den Gashahn auch weg, sag ich mal. Kann man ein bisschen Benzin sparen. Was man vorher immer dann so gelernt hat. Ne? Aber hier will ich ja natürlich immer richtig Schwung haben. Wenn Hamilton Raikkonen noch kriegen würde, oder wenn Hamilton wenigstens das 3 Ziel rettet vor Vettel, also wenn er überhaupt Vierter ist. Der Abstand zum Hintermann beträgt 14,6 Sekunden. Ja, ist auch zu weit weg von Raikkonen zumindest. Masse.
bloß Masse. Wusste nicht so ganz, wo und wie der mich vorbeilassen würde. Noch weitere Überrundung an. Höchstens die beiden noch. Also. Zweimal DRS. Dafür kommt gleich besser los. Ja, ein bisschen Überschuss haben wir. Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 15,5 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. 48%. Kann sich Hamilton halten, wir werden es nicht. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, es geht schon. Fahre ich denn hier? Wir sind besoffen. Oh, das ist gut. Oh, irgendwie mag ich die Strecke dann doch. Oh, nice, yeah. Hier wird eigentlich auch gefeiert. Das sieht aber cool aus. Endlich mal ein Sieg hier. Das ist sehr, sehr wichtig für die WM. Yes. Yes, yes, yes. Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Danke, Jeff. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, oh Gott sei Dank. Das war hier heute bei weitem keine klare Sache, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Sieg.
Schade um Bottas. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat? Tatsächlich hier im Motodrom. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Hier ist eigentlich die Siegerehrung, aber das sieht man, glaube ich, nicht. Hier ist glaube ich, ein Standard. Den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Vielleicht Fahrerlager kommt das sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Ah, nee. Force India ist, steht heute ist da ganz gemacht. Oben. Okay. Aber ich hätte gerne so eine Kamera, dass man das sieht, dass man auch wirklich da ist und so. So ein bisschen besser noch. Aber man kann an einigen Sachen noch was verbessern. Wir haben den Dritter gut gemacht. Gut für mich. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nach dieser tollen Leistung hat es an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Yeah. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick darauf. Ferrari hat seine Führung in der WM so Ericsson. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Naja. So, wir sind wieder Erster. 6 Punkte hinter uns ist Raikkonen jetzt. 7 Vettel. Okay. 48 Bottas bei 2 Rennen. 50 kann er theoretisch holen. Er würde wahrscheinlich nicht 50 holen, dann wären wir wahrscheinlich immer noch Erster. Weil wir mehr Siege machen. Ah, das ist eigentlich. Da passiert nichts mehr. Und wir sind hier wenigstens Dritter, klar vor Red Bull, das ist gut. Leider Mercedes. Ja, hätte ich die ganzen Ausfälle nicht gehabt, wäre es was anderes, aber okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim vorletzten Rennen der zweiten Season wieder, beim großen Preis von Brasilien. Und mal gucken, was wir da machen. Ich hoffe, das geht so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.